Aloha zum Spiel mit der großen 7 im Titel. Lasst uns doch mit einem kleinen Ausflug zu Bugenhagen beginnen. Ihr wisst schon, der schlaue alte Mann in Cosmo Canyon. Cloud möchte seinen Rat, da der Meteor immer näher kommt und sie nicht wissen, was sie dagegen unternehmen können. Bugenhagen ist allerdings nicht sonderlich hilfreich. Er sagt lediglich, dass die Antwort in jedem Mitglied der Truppe schlummert und man müsse sie nur hervorholen, also wird schnell das ganze Team zusammengetrommelt, um etwas Brainstorming zu machen. Nach langem Hin und Her kommt man aber auf Eris zu sprechen, ihr wisst schon, dieses kichernde rosa Gö aus den Slums. Sie meinte, sie hätte einen Weg gefunden, um Seeführer zu schlagen, allerdings starb sie ja, bevor sie irgendwas unternehmen konnte. Was wusste sie also, was wir nicht wissen? Um dem auf den Grund zu gehen, sollten wir uns nochmal in die Stadt des alten Volkes begeben und diesmal möchte sogar Bugenhagen mitkommen. Doch bevor wir aufbrechen, erhalten wir von Bugenhagen noch die Erlaubnis, ab jetzt das Planetarium zu nutzen, wie es uns beliebt. Deshalb beschließt Cloud, die vier großen Substanzen hier vor Shinra zu verstecken. Jede von ihnen hat eine besondere Funktion. Die grüne, die rote und die gelbe große Substanz sind jeweils der Schlüssel zu den Master-Substanzen und der blauen wohnt ein neuer Aufruf inne. Bahamut 0! Okay, ein bescheuerter Name, ich weiß, aber dennoch ein mächtiger Verbündeter. In der Stadt des alten Volkes erzählt Bugenhagen von heilig oder auch holy, je nachdem, was euch besser gefällt. Dabei handelt es sich um die sogenannte weiße Substanz. Diese ist das Gegenstück zu Sephiroths schwarze Substanz und bewirkt, dass alles, was für den Planeten schlecht ist, verschwinden wird, also zum Beispiel der Meteor. Aber auch die Menschen könnten dann verschwinden, je nachdem, ob der Planet uns für gut oder für schlecht halten mag, das weiß niemand. Doch wie das alles vonstatten gehen soll, wussten wohl nur die Cetra. Bugenhagen erklärt uns, dass die Symbol auf dem Altar die Schrift des alten Volkes ist. Er selbst kann sie aber nicht lesen, doch unter zwei Wörtern stehen mit Kreide Übersetzungen geschrieben. Wahrscheinlich ein Überbleibsel von Professor Gasts Forschung, aber das wird nicht näher erklärt. Die Wörter lauten Schlüssel und Musikbox. Oder sind das drei Wörter? Egal. Jedenfalls schnappt sich Boogie den Schlüssel, den wir mit dem U-Boot gefunden haben, und fliegt rüber zur Musikbox. Wieso Bugenhagen fliegen kann, geht mir da gerade so durch den Kopf, aber hey, er ist alt und hat bestimmt so eine Tricks einfach drauf. Der Schlüssel aktiviert die Musikbox, welche eine Säule aktiviert, die wiederum einen Wasserfall aktiviert, auf dessen Oberfläche Bilder wiedergegeben werden können. Wow, bei solchen Konstruktionen kann man sich schon mal fragen, ob nicht auch Egon Olsen zum alten Volk gehört hat. Jetzt wird jedenfalls enthüllt, wozu eigentlich der große Kristall in der Mitte gut ist. Er sendet Licht aus, die auf dem Wasser zu einer Leinwand eines Flashback-Kinos werden. Dort wird noch einmal der Mord an Eris gezeigt, mit besonderem Augenmerk auf die schimmernde Perle in ihrem Haar. Und endlich beginnt Cloud zu verstehen, es war nie eine Perle, sondern das ist die weiße Substanz. Um sie zu aktivieren, muss ein Mitglied des alten Volkes für den Planeten beten, wenn es zu ihm zurückkehrt. Oder auf gut Deutsch, man muss sterben und dann, wenn man wieder ein Teil des Planeten geworden ist, vom Lebensstrom aus die Substanz aktivieren. Eris hat dies getan. Sie ließ sich absichtlich von Jenova in Sephiroths Gestalt ermorden und aktivierte damit die weiße Substanz. Doch etwas ist schiefgelaufen, die Substanz wird nicht wirksam und Bugenhagen erklärt, dass etwas die Aktivierung blockiert. Na, wer könnte da schon dahinter stecken? Genau, Sephiroth. Der befindet sich schließlich ebenfalls im Lebensstrom. Er ist ja samt mit seinem Kokon darin verschwunden. Und nun sorgt er dafür, dass heilig nicht wirksam wird. Also ist für Cloud endlich klar, welche Bedeutung er in diesem Drama zu spielen hat. Er wird Sephiroth im Nordkrater niederstrecken, damit Eris den Planeten mit Holy retten kann. Bevor wir die Stadt verlassen können, bekommen wir aber einen Anruf von Kai Cis, der uns berichtet, dass Rufus mal wieder etwas Neues ausheckt. Er hat die Junon-Kanone wegschaffen lassen. Ja genau, dieses riesige Teil und das ist einer der Gründe, warum die Shinra Corporation in Deutschland keine Chance hätte, Fuß zu fassen. Oder meint ihr, dass ein solches logistisches Unterfangen bei uns klappen würde? Ich glaube nicht. Nun ja, die Kanone befindet sich nun in Midgar und wurde an das Shinra Hauptquartier geschraubt, angetrieben durch die Makoreaktoren der Riesenstadt. Scarlet besteht allerdings darauf, dass diese Kanone nun einen neuen Namen tragen sollte und tauft sie Sister Ray. Was mich persönlich etwas amüsierte, denn wer aufgepasst hat, konnte erkennen, dass der Name Sister Ray schon auf der Kanone stand, als sie noch in Junon war. Zu sehen war das, als Tifa drüber gelaufen ist bei ihrer Flucht, aber kleine Storyfehler beiseite, wir haben noch einiges vor uns. Endlich dem ganzen Story-Wirrwarr entkommen, bebt die Erde. Ja, wortwörtlich, die ganze Erde bebt. Und ein weiteres Weapon taucht aus den Tiefen des Meeres auf. Darf ich vorstellen, das Diamant-Weapon. Es bewegt sich auf die Stadt Midgard zu, um sie dem Erdboden gleichzumachen. Barretts einzige Sorge ist natürlich Töchterchen Marlene. Als er aber erfährt, dass sie in Sicherheit ist, wendet er sich uninteressiert ab. Da platzt Kai Cis endgültig der Kragen und der Streit zwischen den beiden entbrennt erneut. Er wirft ihm vor, dass Barrett sich nur für sich selbst und seine Tochter interessiert, alles andere ist ihm egal. Er wollte die Menschheit vor Shinra retten, aber mit seinen Anschlägen in Midgar hat er hunderte Menschen auf dem Gewissen. Und zwar keine Shinra, sondern alles Unschuldige, die gar nichts mit der Sache zu tun hatten. Damit trifft er genau Barretts verwundbaren Punkt und der hält ihm nun wiederum seinen Verrat vor Augen. Endlich geht Tifa dazwischen, um die erhitzten Gemüter etwas zu beruhigen. Cloud beschließt, dass die Gruppe Midgar retten sollte, also steht der große Bosskampf gegen Diamant-Weapon bevor. Also nichts wie los! Hä? Wo ist es denn?
Oh mein Gott, wie langsam ist dieses Vieh denn? Los, beweg dich, du graues Faultier! Lauf endlich zu! Ah, ich hasse das! Beweg dich, lauf! Puh, jetzt reicht's. Offenbar dauert das hier noch ein Weilchen, also habe ich noch Zeit für eine Sidequest. Ich schnappe mir also mein U-Boot und finde ein abgestürztes Flugzeug. Offenbar ist das Innere des Vehikels noch halbwegs intakt, weswegen einer Erforschung nichts im Weg steht. Doch hier trifft man zwei alte Bekannte, mit denen ich nur nicht gerechnet hätte. Root und Reno. Hey, ihr wart schon in der letzten Folge zu sehen, ihr wollt wohl etwas mehr Aufmerksamkeit. Reno erklärt nebenbei, dass dieses Flugzeug, die Gelnica, zum Transport von Waffen und Substanzen gegen Sephiroth gedacht war, aber von Weapon versenkt wurde. Mächtige Substanzen und Waffen lasse ich mir natürlich nicht entgehen, also muss ich dafür sorgen, dass diese beiden Herren den Rückzug antreten. Der Kampf ist deutlich anspruchsvoller als alle vorherigen und denkt auch daran, beide zu bestehlen, da sie zwei der besten Items des Spiels bei sich tragen. Von den beiden Torks ist Root eindeutig der stärkere. Renos Angriffe sind nicht weiter wild, aber Roots physische Attacken können ganz schön reinhauen. Nachdem beide besiegt sind, treten sie natürlich wie immer die Flucht an. Nun können wir den Rest des Flugzeugs erforschen. Um mal nur die wichtigsten Schätze zu nennen, die man so finden kann. Im Forschungsraum gibt es die Substanz Doppelangriff und besonders gut versteckt im Hintergrund den Conformer, Yuffies ultimative Waffe. Im Haupthangar gibt es hingegen den Aufruf Hades und Sids vierten Limit Break Highwind. Natürlich sind noch andere Sachen zu ergattern, aber das würde zu weit führen. Aufpassen muss man aber wirklich auf die Monster hier, die können einen unachtsamen Abenteurer ganz schnell den Garaus machen. Das Kämpfen lohnt sich aber trotzdem, falls ihr eure Charaktere besonders mächtig züchten wollt. Denn wenn man die Gegner hier morpht, kann man so einige statusverbessernde Gegenstände erhalten. So, nun aber zurück zu Weapon. Zeit totschlagen, komm endlich, du blödes Fifi. Genug gewartet, ich kürze es jetzt ab. Dieses Weapon ist nicht zu unterschätzen. Seine Angriffe werden euch des Öfteren bis an den Rand des Todes oder gar darüber hinaus bringen, weswegen ihr genug Phönixfedern im Gepäck haben solltet. Auch große Wache darf nicht fehlen. Zudem ist es unempfindlich gegen normale Angriffe, solange sein Schutzpanzer geschlossen ist. Erst wenn ihr seine stärksten Attacken vorbereitet, öffnet es diesen kurz. Ihr solltet also eure Limit Breaks und eure stärksten Substanzen setzen, um das Vieh klein zu kriegen. Da bietet sich geradezu der gute Bahamut 0 an. Worauf ihr unbedingt achten solltet, ist, dass alle eure Charaktere noch leben, sobald ihr das Weapon geschlagen habt, denn sonst entgehen euch eine riesige Menge an Erfahrungspunkten und AP, die ihr so schnell nicht wiedersehen werdet. Da wir den Vormarsch des Weapon nun ausgebremst haben, hatte Shinra genug Zeit, ihre Kanone vorzubereiten. Feuer frei! Tja, damit ist das zweite von fünf Weapon erledigt, aber die Überraschung ist ja, dass der Schuss gar nicht ihm galt, nein, es wurde auf den Nordkrater gezielt und durch die konzentrierte Power of Mako-Energie bricht der Schutzschild zusammen und der Weg zu Sephiroth ist offen. Doch vorher steht noch ein schwerer Abschied an. Rest in Peace, Rufus Shinra. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir endgültig mit den Torks abrechnen, Kaizis geheime Identität gelüftet wird und wir den verbliebenen Rest der Shinra-Chefetage zur Strecke bringen.